Hi und herzlich willkommen wieder auf Björns YouTube-Welt. Ja, letztes Mal habe ich euch gezeigt, wie ich mein Kallax-Regal beleuchtet habe. Heute machen wir da mal ein Unboxing drauf. Und zwar geht es heute um die E-Color Smart Table Lamp, also eine smarte Tischlampe oder Nachttischlampe. Hier steht drauf, light up your home, leap your heat. Ja, schauen wir uns das mal an. Link dazu in der Videobeschreibung. E-Color hat mir das zugesendet. Das kostet so zwischen 28 und 38 Euro. Jetzt auch nicht so die Welt. Soll auf jeden Fall smart sein, mit dem Handy, also mit einer App steuerbar. Das ist ein Nachtlicht oder ein Stimmungslicht. Ich bin mal gespannt. Wechseln wir mal die Perspektive. Also, bleibt dran. Ja, das ist einmal die Vorderseite der Verpackung. Das ist eine Smart Table Lamp. Share and Smart Lightning oder wie auch immer. Ja, dimmbar, warm zu kalt und 16 Millionen Farben soll es darstellen. Okay, hier oben haben wir nichts. Hier haben wir nochmal, dass da ein Music Mode ist, DIY Scenes und App Control. Und auf der Rückseite oder Unterseite haben wir nichts. Auf der Rückseite der Verpackung haben wir einmal den Namen, das ist bis zu 5 Watt und RGBW. White wahrscheinlich, RGB und White. Einmal den Importeur, den Hersteller und hier haben wir halt so zwei QR-Codes, wo wir die App herbekommen. Jo. Machen wir das mal auf. Das ist hier geklebt. Heute mal eine andere Schere, anderes Zimmer, andere Schere. Machen das mal auf. Erstmal haben wir hier so ein Stück Papier, eine Bedienungsanleitung, so wie immer. Dann haben wir hier ein USB-Kabel, ein Micro-USB zu USB-A, also kein Netzteil dabei. Sehr schade, das gehört mit Sicherheit hier rein, ist wohl rausgefallen beim Transport. Und hier haben wir die Lampe und das war's. Die Lampe, müsst ihr euch vorstellen, auf der Rückseite habt ihr einen kleinen Mond und auf der Vorderseite habt ihr einen großen Mond. Also je nachdem, wie ihr das hinstellt, ändert das Ganze dann halt auch hier seinen Blickwinkel. Sieht dann sich schön aus. Hier haben wir noch mal ein bisschen was draufstehen. E-Color, Hersteller, dann DC 5 Volt, 5 Watt. Smart Table Lamp. Hier haben wir den USB-Anschluss, den Micro-USB-Anschluss. Unten ist eine rutschfeste. Ja, das ist auf jeden Fall rutschfest. Hier oben haben wir einen Touchschalter, so wie das aussieht. Und dann haben wir unten zwei andere Schalter. Ja, wir schließen die jetzt einfach mal so an. So wie das halt immer ist, sobald die Kamera in Gegenlicht leuchtet, seht ihr selber, verändert sich das Bild. Aber es ist eigentlich ein schönes, helles Weiß. Werden wir später versuchen, das Ganze einzufangen. Wenn wir hier auf den Power-Knopf drücken, fängt das Ganze an zu blinken. Dann geht es aus, dann geht es wieder an. Und ich denke mal, mit der App werden wir auch herausfinden, wie wir das Ganze anlernen können. Dann haben wir hier die Tasten. Hier kann man das Ganze dimmen und auf der anderen können wir das Ganze dann halt farblich einstellen. Jetzt sehen wir auch einen schönen Farbverlauf, aber die Kamera zeigt das halt nicht so toll. Es ist auf jeden Fall ein schönes, intensives Grün. Es sind auf jeden Fall schöne Farben. Gefällt mir. Jetzt werden wir das Ganze mit der App anlernen. Und zwar heißt die App E-Color Live. Wir geben jetzt einfach mal hier im Smartphone ein. Ist total einfach. Ja, wir geben jetzt hier oben E-Color Live ein. E-Color Live. Haben wir auch schon das Logo von der Firma. Und wir sehen auch schon so ein bisschen, was uns hier erwartet. Kontoeinrichtung abschließen, das machen wir natürlich nicht. Gehen wir auf Überspringen. Jetzt wird die App erstmal heruntergeladen, installiert. Wie groß ist die? 28,49 MB. Geht eigentlich für so eine App. Jetzt öffnen wir das Ganze. Und soweit ich weiß, funktioniert die Lampe mit Bluetooth. Das heißt, wir müssen auch unser Bluetooth aktiviert haben. Das habe ich schon. Und hier sehen wir halt so ein bisschen Vorschau, was sie so noch andere Produkte haben. Also smarte Leuchtmittel, nicht nur diese Lampe. Müssen wir mal schauen, ob wir hier weiter einfach drauf tippen. Standort zulassen. Und dann müssen wir hier einfach... Wichtig bei diesem Modell ist, dass ihr am euren Smartphone Bluetooth aktiviert, weil ohne Bluetooth läuft die Lampe nicht.
beziehungsweise mit der App nicht. Und ihr könnt sie auch ganz ohne App benutzen, das ist auch kein Problem. Wir sehen jetzt, hier haben wir schon das erste Gerät. Ich schaue mal, ob ich das mal hier einfach so löschen kann, damit ihr auch wisst, wie man das hinzufügt. Da war ich echt erschrocken, wie man das hinzufügt. Jetzt ist das so die Übersicht, die ihr bekommt, wenn ihr die App heruntergeladen habt und dann noch nicht wirklich was passiert ist. Da gehe ich jetzt einfach hier oben rechts entweder auf das Plus oder hier Smart Live oder Start Smart Live auf das Plus. Und wir sehen jetzt schon hier, dass er das Gerät bereits gefunden hat, oben links E0707. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ihr müsst mal schauen, welche Modellnummer ihr da bestellt habt. Und es sind halt auch nicht alle mit Bluetooth kompatibel oder so, ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich denke, da war irgendwie was, eine kann Bluetooth, die andere nicht. Die eine hat einen Akku, die eine hat ein Netzteil. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier schon mal die Übersicht von dieser Lampe. Wir haben jetzt oben rechts die Funktion, es ein- und ausschalten zu können. Darunter haben wir ein Zahnrad und dann sehen wir hier so die Software davon, die Hardware und sonstiges. Kann sein, dass bei euch direkt ein Firmware-Update kommt, dann dürft ihr das natürlich nicht vom Internet trennen und auch nicht ausschalten und kein Stromkabel ziehen, sondern einfach liegen lassen, machen lassen, sonst macht ihr die Lampe hinterher noch kaputt. Wir können hier oben den Namen ändern. Da können wir hier einfach da drauf tippen und können den Namen anpassen, wie wir das möchten. Und dann müssen wir auf Confirm drücken, das heißt dann, dass man das bestätigt. Wir haben hier die Möglichkeit, einen Timer zu stellen, einen Sleep-Timer oder auch via Uhrzeit an- und ausschalten lassen. Da gehen wir einfach mal drauf, da können wir jetzt sehen, wir haben jetzt einen 60-Minuten-Timer und die Helligkeit ist, ne, dann können wir den halt aktivieren und deaktivieren. Wenn wir unten auf Turn-on-Timer gehen, dann läuft er so, wie ihr das angepasst habt. Das ist das Maximale, was wir machen können. Oh, da können wir, also 120-Minuten-Timer, so zum Einschlafen ist das auch ganz gut. Und da könnt ihr euch auch morgens damit wecken lassen. Ihr könnt euch die Tage aussuchen, die Wochentage, und dann könnt ihr hier eine Uhrzeit festlegen. Wie das Ganze funktioniert, kann ich euch noch nicht sagen. Dafür bin ich leider, ich habe so auf meinem Smartphone das, den Wecker aktiviert, also ich benutze sowas eigentlich gar nicht mehr. Wir können jetzt hier die Farbe ändern. Können wir hier so vor ausgewählte Farbprofile auswählen. Aber ich denke, ich werde die Lampe mal ein bisschen näher an die Wand stellen, weil die Kamera kann das leider nicht so toll zeigen. Da haben wir nochmal dieses Lila, dann ist das so ein Gelbton. Und was ich auch richtig cool finde, ist, wenn wir auf das Plus gehen, können wir hier noch andere Farbprofile auswählen von den Scenes. Aber zu den Scenes kommen wir ja gleich. Das Ganze ist auch via Musik steuerbar. Also das ist schon ganz interessant. Es wird auf jeden Fall nicht vom Smartphone erkannt, sondern von der Lampe. Also meistens ist das ja so, jetzt werden wir einfach mal ausprobieren, wir schließen jetzt mal diese App und es funktioniert trotzdem weiterhin, weil ihr irgendwo hier drin ein Mikrofon drin habt, finde ich ganz cool. Meistens ist das ja so, dass das Ganze nur funktioniert, wenn die App an ist und sich das Endgerät halt diese Lautstärke-Information oder Klanginformation vom Smartphone holt. Hier ist das diesmal nicht der Fall, sondern es wird direkt vom Gerät abgegriffen und dann umgewandelt. Und jetzt gehen wir einmal auf das Music. Jetzt schauen wir uns nochmal an, was wir hier noch so ein bisschen anpassen können. Da können wir diese Sensi, also die Empfindlichkeit können wir hier einstellen. Ne, da haben wir jetzt hier natürlich, wenn ich jetzt was sag, ne, dann könnt ihr das dann halt auf 1% stellen oder halt auf 100%, dass es bei jedem Ausschlag, den es verarbeitet, halt auch reagiert und sich ein bisschen verändert. Dann können wir das auf schnell und langsam einstellen. Hier unten können wir halt Bubble und Furrow und dann wandert das Licht halt so eine Kurve hoch. Und das Ganze kann man ja auch noch automatisch dann in verschiedenen Farben einstellen lassen. Da geht man hier auf Automatic, dann kommen andere Farben. Aber wir können auch unseren Farbton selber festlegen, den wir da haben möchten. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir noch hier einmal die Scenes. Da haben wir hier verschiedene vorausgewählte Sachen. Die sind eigentlich ziemlich cool. Da haben wir so ein Meteor oder eine Sternnacht. Dann gehen dann hier so einzelne Lampen hier drin an. Aber ich versuche euch das Ganze nochmal so ein bisschen geiler zu filmen. Rolling, dann rollt hier irgendwie die Farbe drum. Also es vom Licht, keine Frage, ein sehr schönes Teil. Aber es ist, da kommen wir zu den Nachteilen, es ist mit keinem Sprachassistent möglich, das Ding zu steuern. Sehr schade. Liegt aber daran, dass es nur über Bluetooth funktioniert. Vielleicht entwickeln sie noch so eine Bridge oder sowas, das wäre schön. Gibt es aber zurzeit nicht. Wir haben ja noch mehrere Leuchtmittel zur Auswahl, also auch
LED-Stripes und so, ja, RGB, E27, E14 leuchten. Zum Teil noch nicht in Deutschland erhältlich, weil es auch noch nicht ja, wirklich in Deutschland zu bekommen gewesen jetzt vor einiger Zeit. Jetzt fangen sie langsam an, erstmal mit der Lampe hier zu Fuß zu fassen. Eigentlich eine gute Idee. Aber schade, nicht Alexa-fähig. Aber die haben auch andere Produkte, die sind mit Alexa-fähig. Also es ist das eins der wenigen, wo es jetzt nicht möglich ist. Aber ich habe gesagt, ich stelle die Lampe mal vor, weil mich dieses Design so interessiert hat. Weil wenn ihr jetzt hier frontal drauf seht, da ist das hier nicht gleichmäßig gebaut, sondern die eine Hälfte hat einen größeren Mond als die andere Hälfte. Eigentlich eine schöne Lampe, muss man sagen. Ich habe sie jetzt erstmal am Anfang gedacht, so, ach, die ist nur für Kinder oder so. Aber dadurch, dass man das mit der App steuern kann und diese Beleuchtung echt gut ist, kann man sie auch allgemein einfach so als Stimmungslicht irgendwo hinstellen. Aber dieses Monddesign suggeriert einen halt so, dass es mehr so zum Einschlafen ist oder zum Aufstehen. An sich trotzdem schönes Gerät. Einzige Manko für zwischen 30 und 40 € ist das meist zu haben. Manchmal sind da irgendwelche Rabattcoupons, ist einfach, dass das Kabel zu kurz ist und dass kein Netzteil dabei ist. Ansonsten schönes Teil, komplett aus Kunststoff, also kann auch ruhig mal ein bisschen rumfallen, aber sollte es eigentlich auch nicht. An sich sehr robust und gefällt mir. Link dazu auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Wenn du darüber bestellst, erhalte ich darüber eine kleine Provision. Damit unterstützt du den Kanal. Damit kann ich dann andere smarte Produkte kaufen. Und ja, kostet halt alles Geld. Und mittlerweile wird es auch alles teurer. Und LED-Beleuchtung ist immer gut im Moment bei den Energiekosten. Deswegen ist es einfach eine schöne Anschaffung. Und mit 5 Watt kann man das jetzt betreiben. Das ist so durchschnittlich. Jede LED ist ja zwischen 5 und 10 Watt. Also es gibt ja auch LEDs, die verbrauchen ein bisschen mehr. Da ist das schon ganz okay. Und es gefällt mir. Auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und danke, dass du eingeschaltet hast. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Björn.